Willkommen zurück zu Mother 3. Im letzten Part haben wir Porky getroffen und jetzt sind wir unmittelbar vor der letzten Nadel. Hier haben wir jetzt noch die letzten paar Gegner. Ihr seht schon, die machen uns jetzt auch nicht mehr wirklich viel Angst. Minerali. Sieht irgendwie so überhaupt nicht wie ein Gegner aus. Komm herauf. Lass mich doch vorbei, ihr bringt mir jetzt sowieso nicht mehr viel. Flints Hut. Papa! Dieser maskierte Mann. Er ist Klaus! Lukas, er ist ein Bruder! Klaus! Ich weiß nicht, warum er diesem Porky-Typen gehorcht. Aber als ein Vater habe ich endlich den Sohn gefunden, den ich verloren habe. Lukas, sei fröhlich! Ich habe endlich deinen Bruder gefunden! Die letzte Nadel, Lukas. Sei sicher, dass du sie ziehst. Ich werde gleich nachkommen. Mach dir keine Sorgen über mich. Beeil dich einfach zur letzten Nadel. Das haben viele von euch wahrscheinlich schon vorhergesehen, aber jetzt ist es offiziell. Klaus ist der maskierte Mann. Könnt mich mal. Real Bad brauche ich nicht. Ich hoffe mal, es reicht jetzt so aus. Ja.
stopp, stopp! Haltet genau dort an! So kennen die meisten von euch Porky vielleicht aus Super Smash Bros. Brawl. Es gibt wirklich keine Zeit mehr für Spielchen. Ich fühle mich nicht danach, dich noch weiter vordringen zu lassen. Wenn du hinter der Nadel her bist, dann mach dir keine Sorgen. Mein süßes kleines Monster ist schon auf dem Weg, während wir hier miteinander reden. Der Name des Monsters ist Klaus. Sein Name war Klaus. Das klingt ja fast schon wie der Name eines Menschen. Aber nun ist er mein Roboter. Kein einziges Fragment von Leben liegt noch in ihm. Er ist Meister Porkys Sklavenroboter. Er macht, was auch immer ich sage. Er handelt nach meinem Willen und nur meinem Willen allein. Er ist mein Double. Er weiß ganz bestimmt gar nicht mal, wer du bist. Porky. Okay. Ja. Das ist es. Das ist der offizielle Kampf gegen Porky. Also, mit aller Macht drauf, Ticklestick. Funktioniert nicht, toll. Oh nein. Aber das scheint in Ordnung zu sein. Porky hat irgendwas gemacht. Porky ist umgefallen. Okay, wie soll ich mir das vorstellen? Ja, wahrscheinlich liegt er da irgendwie rum. Lass mich dich in etwas einweihen. Egal wie oft du mich angreifst, ich werde nicht sterben. Selbst wenn ich besiegt werde, ich werde nicht sterben. Das hast du bestimmt noch nicht gewusst, oder? Nicht sterben? Was hat Porky getan? Ich bin so oft durch Raum und Zeit gereist, dass ich nicht wie eine normale Person gealtert bin. Wer weiß, vielleicht bin ich 1000 Jahre alt oder sogar 10.000 Jahre alt. Aber trotzdem bin ich immer noch im Herzen dasselbe Kind. Ist das nicht lustig? Es ist, stimmt's? Bringt's euch zum Lachen? Lacht ihr mich aus? Alter, Kumatora ist so OP. Wenn der Drache aufsteht, könnte es darin enden, dass er alles zerstört und alles Leben auslöscht. Aber trotzdem. Selbst dann werde ich noch leben. Ich und der Drache werden die einzigen lebenden Sachen auf der großen, weiten Welt sein. Ich bin mehr als bereit für diese Möglichkeit. Einen unendlichen Leben werde ich das Schicksal der Welt zu Ende sehen, bis jeder, der mich nicht mag, verschwunden ist. Porky, du bist geisteskrank. Du bist einfach nur geisteskrank.
Danke, dass ihr mit mir alles hier bis zum Ende mitspielt. Ich bin in Wahrheit ein wirklich netter Typ, würdest du es nicht auch so sagen? Nein, du bist ein geisteskranker Psychopath! Ich werde nicht sterben und ich werde auch nie besiegt werden. Aber es scheint, als wäre meine Maschine gerade aus Energie. Lukas, du hast nicht gewonnen, nur damit du es weißt. Ich werde mich in dieser absoluten Sicherheitskapsel für den Rest aller Zeiten einschließen. Wenn ich drin bin, wird keine Attacke auch nur irgendein Effekt auf mich einwirken. Ich bin sicher, du denkst dir jetzt wahrscheinlich, ja genau, es gibt gar nichts Absolutes. Aber es gibt etwas, und zwar das hier. Die absolute Sicherheitskapsel, die ich von Dr. Andernatz und den Mr. Saturns bekommen habe, indem ich sie reingelegt habe, dass sie es mir bauen. Mir, alles für mich! Porky hat sich in die absolute Sicherheitskapsel eingeschlossen. Die absolute Sicherheitskapsel macht gar nichts. In der absoluten Sicherheitskapsel streckt dir Porky seine Zunge raus. Weil Porky in der absoluten Sicherheitskapsel angeschlossen ist, ist der Kampf laut Definition vorbei. Ach du meine Güte. So böse wie der alte Porky hier ist, ich fühle mich trotzdem ein bisschen schlecht für ihn. Es ist wahr, dass die absolute Sicherheitskapsel, die Mr. Saturns und ich entwickelt haben, jeden vor jeder möglichen Gefahr bewahren kann. Es ist eine absolute Sicherheitskapsel. Aber sobald man sie betritt, kann man sie nie wieder verlassen. Selbst alles außerhalb der absoluten Sicherheitskapsel ist absolut sicher. Ich habe Porky in Eile gesagt, dass er sie noch nicht benutzen sollte. Aber alles, was er jetzt tun kann, ist auf alle Ewigkeit in dieser Kapsel zu leben, in absoluter Sicherheit. Wer weiß, vielleicht ist es auch irgendwie genau das, was er wollte. Denkt ihr das auch? Ist es falsch von mir, so zu denken? Nein. Ist nicht falsch, sagst du. Ich hab mich nur gefragt. Irgendwo habe ich das Gefühl, dass es so ist. Wollt ihr ihn ein bisschen herumrollen? Nein, das ist okay.
Er ist absolut sicher. Rolli, Rolli! Woo, Rolli, Rolli! Okay. Aber überlegt euch mal. Der ist unsterblich. Durch die Macht von Gygax, falls ihr euch fragt. Also unsterblich in einer Kapsel, die nie kaputt geht, die man nie verlassen kann. Die alles überstehen würde. Wow. Oh mein Gott, das... Das ist wahrscheinlich das schlimmste Schicksal, das man haben kann, ey. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Also, unsterblich. Man wird nie sterben, egal was man macht. Also Selbstmord ist auch ausgeschlossen. Auf alle Ewigkeit. Wirklich im wahrsten Sinne unsterblich. In einer Kapsel, die auch nie kaputt geht. Egal, ob die Welt untergeht, egal was passiert. Die ist auch immer ganz und man kann sie nie verlassen. Nein. Nein, das ist... Das ist einfach nur krass. Ich bin der letzte Frosch im Spiel. Es ist so eine kurze Zeit gewesen, obwohl es mir so lang vorkommt. Egal wie es ausgeht, danke, dass du es bis hierhin durchgehalten hast. Für mich und im Namen von mir und allen anderen Fröschen danke ich dir. Hüpf, Träne. Der letzte Frosch im Spiel. Ihr wisst, was das bedeutet. Im nächsten Part kommt das wirkliche, letzte, große, emotionale Finale. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Bis dann. Ciao.